Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist wieder euer Herr Arbeit. Und heute zu dem nun 13. Part von Super Mario Maker 2 und dem Abenteuermodus. Wir haben noch viel zu tun, wie Toadette hier so schön sagt. Mal kurz hier reingucken, wer den letzten Part verpasst hat, wo wir so schön stehen. So sieht das Ganze aus. Das sieht doch schon echt schnieke aus. Und gucken wir mal, was sie uns denn hier so für Aufgaben zuteil geben will. Ach, die Dächer fehlen noch. West- und Ostflügel jeweils. Fangen wir einfach mit dem Westflügel an. Kann der Bau beginnen, na, aber sowas von. Und ab an die Arbeit, Leute. Wunderschön. So, jetzt sind wir natürlich finanziell wieder am Boden. Und dementsprechend brauchen wir wieder neue Aufträge und es gibt schon wieder 7 neue an der Zahl. Und dementsprechend können wir hier auch gleich mal filtern. Und dann seht ihr ja hier, meine Güte, es geht los mit der unschaffbaren Festung. Naja, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns, wenn wir uns das hier mal so angucken. Ihr seht es oben, 5 ganze Seiten. Guckt euch das an, wie viele Level wir hier noch haben. Naja, kann also dementsprechend alles noch ein bisschen gehen. Ich würde sagen, Intro ab und dann beginnen wir mit dem neuen Part von Super Mario Maker 2. Viel Spaß! Diese Festung wird von Steinblöcken und Kettenhunden beschützt. Die wird Mario nie einnehmen. Wenn man Käferpanzer mit Y in der Hand hält, kann man sie übrigens auch ganz leicht mit Hilfe von dem linken Stick nach unten auf den Kopf setzen. Aber das weiß er ja nicht. Ich muss dazu sagen, das weiß ich wirklich nicht. Also bis eben gerade. Also wenn ich einen Panzer in der Hand halte, kann ich ihn mir anziehen? Das ist ja cool. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Das bietet... Oh, war das ein Schwein. Da habe ich ja echt Glück gehabt. Das habe ich gar nicht so gesehen gehabt. Na gut, okay, hier habe ich ja den Panzer so oder so angezogen. Also... Na, ihr wisst ja, was ich meine. Komm her, hier. Zack. Mach mal Platz. So, 2 brauche ich nicht, 1 reicht. Hey, geh hoch. Nein, komm wieder her. Mann, jeder mal da hoch. Soll ich verarschen? Ja, wunderbar. Zurück, brauchen wir einen neuen Panzer. Dankeschön. Mann, was soll denn der Quatsch? Warum kriege ich die denn da nicht hochgeschossen? Warte, ich mache immer den gleichen Fehler. Jetzt ist vorbei. Ja, klasse, klasse, große Klasse. Das war jetzt eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht gewachsen. Sag mal, die mich jetzt hier alle komplett veräppeln? So, warum hat das jetzt hier so wunderbar funktioniert und bei dem anderen nicht? Will der mich hier komplett verarschen? Geh doch mal da hoch! Meine Güte, ey. Ne, wir holen uns doch einen Panzer. Das ist mir alles nicht geheuer.
Also manchmal sage ich euch, ist komisch. Leicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Konzentration. Vor allen Dingen kann ich das ja schon mal ankürzen. Ankündigen. Der Part, der wird heute ein wenig kürzer, was daran liegt, dass ich ein wenig Zeit habe. Und trotzdem noch gerne schnell eine Runde machen wollte. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht den ganzen Tag hier in der unschaffbaren Festung verbringen. Das gibt es doch nicht. Naja, wenigstens auf dem Rückweg. Ach, das war auch schon wieder so dumm. Ach, das war jetzt doppelt dumm. Ach Gott, das, ey. Kennt ihr diese? Dermaßen gut amüsieren kann. Ich hoffe, ihr seid entertained. Man merkt sofort, dass ich über eine Woche nicht mehr Mario Maker gezockt habe. Also ist so dieses typische... wie war denn das nochmal? Muss ich hier irgendwo was drücken? Welcher Knopf ist eigentlich zum Springen da? Na wunderbar, jetzt funktioniert es doch. Also ein bisschen mit Anlauf muss es geschehen. Und dann klappt es auch mit den Nachbarn. Gut, eigentlich hätte ich auch einfach rübergehen können. Ah ja. Oh, war das jetzt klug? Oder war das eher unklug? Egal, wir sind durch. Ich meine, die Festung ist, wie gesagt, unschaffbar. Das darf man halt nicht vergessen, ne? Na, wunderbar, Bärchen. So, der ist ein bisschen größer. Den hier einfach nur da reinhauen. Wozu ist das da? Ach, das ist schon das Ziel. Dann hier, verpfeif dich. Was interessiert mich das? Was interessiert mich dieses Kettengedönst? Eindrucksvoll gezeigt, wie schaffbar doch diese Festung ist. Ich bin da echt der Meinung, keiner von euch hätte das besser machen können. Leute, ich ziehe mir gleich nochmal das Video rein, wo du diese Festung gemacht hast. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe es... das war eins dieser im Auto gehörten Level. So, weiter geht's. Tiefsee-Hothead-Schlangen. Ich habe ein paar Seeschlangen verzaubert, sodass sie jetzt aus Hotheads bestehen. Es könnte aber ziemlich gefährlich sein, jetzt hier schwimmen zu gehen. Wenn es jemand bis zum Ziel schafft, mache ich eine Belohnung locker. Magias, wer wird das wohl sein? Man munkelt, ja, man munkelt. So, Tiefsee-Hothead-Schlangen. Cool. So sind die gebaut. Da kommen sie. Bei den letztens mal kurz eine Runde Super Mario World gespielt. Auf dem SNES Mini und erstmal gestaunt, wie schlecht doch die Steuerung ist. Also wie indirekt im Gegensatz zu dem Super Mario Maker oder der Switch. Da staunt man dann doch so.
Da denkt man so, meine Güte, hast doch gedrückt. Hast doch gemacht. Warum macht der nicht? Okay, jetzt ist das gleiche nochmal. Oh, jetzt werden sie größer. Größer, aber dadurch nicht unbedingt gefährlicher. Das sieht eigentlich alles genau noch so aus. Okay. Gut, ich ging stark davon aus, dass die sich jetzt umdrehen. Aber nö. Wenn zurückschwimmen. Aber die blieben einfach auf dem Weg. Ich guck mal, ein dicker, großer, fetter Fisch. Und noch ein dicker, großer, fetter Fisch. Oh, dann schwimmen wir mal lieber hier hoch. Die haben wir auch noch mitgenommen. Und jetzt... Na, Halleluja! So stelle ich mir das vor. Applaus, Applaus, Applaus! Die Hälfte des Westflügeldachs ist geschafft. Wiedergänger in der Lava. Klingt ein wenig gruselig. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochen trocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in den Level. Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel zu schaffen? Vorsicht, Lava. Besiege alle Knochen trocken. 6 Stück sind es an der Zahl. Sind wir mal gespannt, ob uns das vor irgendeine Herausforderung... Oh, ich habe die Lava gar nicht im Auge gehabt. Dabei hat doch vorab der ängstliche Junge doch extra gesagt, sieh dich vor. Okay, also ganz klar, was hier wichtig ist, das haben wir gerade schon gesehen, wir dürfen die Knochen trocken nicht unbedingt hier klein machen. Schaffen wir das noch? Wunderbärchen. Kick mal oben rechts. 2 Sekunden. Das war also der ultimative Guide, wie man dieses Level beendet. Also ich wusste ja, dass die Zeit knapp ist, aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass sie so knapp ist. Also hätte man da auf die Lava gewartet, bis sie nochmal hochkommt, dann wäre das Ding schief gegangen. Aber gut. Alles im ersten Anlauf, alles gut. Blinkblockade. Auch nicht wirklich schwer. Und mit Hilfe der Blinkblöcke sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Testperson, die sich der Herausforderung stellt. Es ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vonnöten. Blau und Rot wechseln sich ab. Dr. Wunderlich. Sehr gut, sehr gut. Blinkblockade. Das gefällt mir, denke ich mal. Ah, alles klar. Hui. Ah, alles klar. Wir wollen ja natürlich die Münzen mitnehmen. Das ist ja unser Ziel. Da haben wir nicht aufgepasst. Super. Oh. Zeit ist hier heute unser größter Feind. Aber das scheint doch alles machbar. ...75 Sekunden, das geht doch noch. Da hätten wir wirklich noch mal hinten gucken können, was da noch so abgeht.
Aber egal. Egal. Ich denke mal, wir haben gut Münzen mit eingesammelt. Das ist so die Hauptaufgabe. Aber irgendwo wird da bestimmt noch irgendwas versteckt gewesen sein. Hinten links, nicht umsonst, baut man da auch noch so eine Blinkblöcke hin. So, Westflügeldach ist fertig. Ich glaube, 1000er hat es gekostet. Ne? Das heißt, wir können jetzt sofort weitermachen mit dem Ostflügeldach. Und das Ding werden wir auch sofort mit in Auftrag geben. Ja, wunderbar. Korrekt. Das machen wir. Ja, ich habe halt irgendwie keine Lust, hier Toadette unbedingt zu vertonen, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Vor allen Dingen, weil die Dialoge fast eh immer die gleichen sind. Und schon wieder 7 neue Aufträge. Jetzt sind schon 6. Müssen wir überlegen, 6 Seiten. Faulpilzbefall. Die schlechte Nachricht zuerst. Ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen und sie sind jetzt zu Faulpilzen mutiert. Die gute Nachricht, die gibt es eigentlich nicht. Außer irgendjemand da draußen hat Spaß daran, vor Killerpilzen davon zu laufen. Ja, und wenn das nicht wir sind, wer dann dann? Wer denn dann? Nicht wer dann dann, wer denn dann? Oder wer dann dann? Geht auch. Ich glaube nicht, das macht nicht wirklich Sinn. Oh, cool. Letzte Mal war das, das ist ja schon das zweite Mal mit dem Faulpilz, aber da war das meiner Meinung nach ein... Hey, was macht... What the fuck? Darauf war ich jetzt nicht vor... Oh, da kommt ja noch einer. Oh, da kommt noch einer. Da kommen die jetzt hier nicht mehr rüber? Das ist cool. Oh, Alter. Was ist denn hier los mit euch? Oh, das war nicht gerade sehr intelligent. Runter, 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 runter. Super, jetzt sind die unten. Hoppala. Oh, der war aber auch knapp. Oh, Alter. Alter, aber auch geschafft. Mann, bis auf diese komische Festung am Anfang war ich heute relativ gut unterwegs, muss ich sagen. So generell. Wie gesagt, der Part soll ja ein bisschen kürzer werden. Das heißt, das wird es jetzt auch gewesen sein. Gehe ich ganz stark davon aus. Krasse Nummer, hätte ich von mir selber nie gedacht. 86%, also das heißt, wir haben nur noch 14%. Dann ist dieses Schloss, das endlos wirkt im Aufbau, fertig. Ja, lasst einen Daumen nach oben, da kann ich da nur sagen. Das war es leider wirklich schon von diesem Part. Wie gesagt, ein bisschen kürzer heute. Geht jetzt zur Arbeit. Ansonsten sagt Herr Arbeiter, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Hier links dann mal auf den Abonnieren-Knopf drücken. Und rechts, da seht ihr sogar noch andere Videos zum Anschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Herr Arbeiter bedankt sich fürs Zuschauen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. 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 Mal.